Hi, Marco von Huawei Blog hier und ich habe nach 9 Wochen mit dem Huawei Mate 30 Pro meinen Testbericht auf dem Blog veröffentlicht. Und mit 20 Minuten prognostizierter Lesezeit ist es doch ein ziemlich ausführlicher geworden und wie versprochen hier für alle Lesefaulen die YouTube-Variante. Gleich nach dem Intro geht es los. Gut, kommen wir zum Huawei Mate 30 Pro. Keinem gewöhnlichen Smartphone, denn ich denke mal, ihr habt es alle mitgekriegt. Es gibt die Sondersituation, dass Huawei seit Frühjahr letzten Jahres keine Google-Mobildienste mehr lizenzieren kann und deshalb auch die Google-Services nicht mehr auf neuer Technik installieren darf. Das erste betroffene Smartphone war eben das Huawei Mate 30 Pro. Viele haben es deshalb von vornherein als Schrott, als unbrauchbar etc. abgetan. Ich blicke einfach etwas differenzierter auf das Gerät. Und wie es sich für einen Testbericht gehört, fangen wir mit dem Unboxing an, das ich euch hier verlinke. Und dann natürlich als nächstes mit den technischen Daten. Im Grunde haben wir hier zwei Huawei Mate 30 Pro. Wir haben einmal die chinesische Variante, ihr seht es hier mit der veganen Lederrückseite und wir haben die hier bei uns in Deutschland erhältliche Version in Silber. Die unterscheiden sich nicht nur durch die Rückseite, sondern vor allem durch den verbauten Kirin 99 Chip. Denn hier ist der Kirin 99 5G drin und hier der normale Kirin 99. Das ist nicht nur ein Unterschied bei der 5G-Funktionalität, sondern der Kirin 99 5G, der ist etwas höher getaktet. Der hat bei der NPU 2 Kerne verbaut, also 2 Big Core, 1 Tiny Core im Vergleich zum normalen. Da ist nur 1 Big Core, 1 Tiny Core drin. Und so der kleine Unterschied da. Ansonsten haben wir hier die Möglichkeit 256 GB internen Speicher und 512. Bei der normalen, also bei der Version ohne 5G, gibt es 128 oder 256 GB. Wobei ich sagen muss, in Deutschland wird nur eine Variante verkauft und das ist die mit 256 GB. Ansonsten sind die beiden Geräte ziemlich identisch. Machen wir weiter mit dem Design. Design ist ja immer so ein Knackpunkt. Über Verarbeitung müssen wir bei Huawei, gerade bei Premium-Smartphones, nicht mehr reden. Leute, das ist ganz hohes Niveau. Da gibt es nichts, irgendwie Kanten, keine Übergänge, keine Spaltmaße, was uns früher mal interessiert hat. Das ist einfach top. Ansonsten zum Design. Knackpunkte. Ganz viel wurde geredet am Anfang über diese Kamera. Rund, furchtbar, wie schrecklich sieht es aus. Ich glaube, das war vor allem dem Umstand geschuldet, dass dieser Ring, der hier drum ist, Halo-Ring oder wie immer man ihn nennen möchte, auf den ersten Bildern und Renderbildern so aussah, als ob dies eine Wölbung wäre. So eine hervorstehende, ja, so ein hervorstehender Wulst. Ähnlich wie wir es früher, ich glaube, von einem Lumia-Gerät kennen. Ist aber gar nicht der Fall. Wir haben wirklich nur hier dieses Kamera-Array, was heraussteht. Aber nicht so weit heraussteht und nicht so, ja, ich sag mal, ungünstig heraussteht, wie zum Beispiel bei den letzten P-Modellen, also P30 Pro, P20 Pro, wo ich das wirklich sehr ungünstig finde, weil es hier an der Seite ist und damit immer so einen Wippelfaktor hat. Hier ist das Ganze mittig, steht etwas hervor, sieht aber in der Praxis, abgesehen von den ganzen Fingerabdrücken, die hier natürlich drauf sind, wirklich nicht irgendwie schlimm oder hässlich oder sonst irgendwas aus. Wobei Design natürlich auch immer eine Geschmacksfrage ist. Bei Geschmacksfrage können wir direkt zu dem nächsten Punkt kommen, das Display. Huawei nennt das Ganze Horizon Display. Und das ist hier stark um die Kanten herumgekrümmt, 88 Grad. Man könnte kurz und knapp sagen, die einen lieben es, die anderen hassen es. Ich finde, man muss da gar nicht großartig diskutieren. Wir haben mittlerweile so eine riesen Bandbreite an Smartphones. Wer es nicht leiden kann, lässt es. Ich finde es
total schick. Und gerade nachdem wir jahrelang immer geschrien haben, geschrien nach rahmenlosen Smartphones, ist das im Grunde die konsequente Umsetzung, die die Hersteller hier machen. Deshalb, ja, allen macht man es wohl nie recht, aber hier finde ich eine richtig schicke Lösung und es gibt auch keine Fehleingaben oder sonst irgendwas in der Praxis. Und ich habe es jetzt wirklich seit Anfang Dezember im täglichen Gebrauch. Ich kann mich da wirklich nicht beschweren. Aber Beschwerde. Was mir ganz extrem aufgefallen ist bei diesem Gerät, also bei dem, was hier bei uns in Deutschland verkauft wird, ist das Thema Haptik. Diese Rückseite ist so super glatt und fühlt sich einfach, ja, ich würde fast sagen glitschig an. Mir ist es tatsächlich passiert, als ich das Smartphone auf das Ladepad, das Wireless-Ladepad gelegt habe, dass es beim Vibrieren mit einer neuen Nachricht darunter gerutscht ist. Genau das gleiche, als ich es auf dem Couchtisch abgelegt habe, auf einer Zeitung, die ist nun mal nicht 100% eben, da ist es so ganz langsam runtergerutscht. Extrem glatt und ich muss sagen, ist natürlich auch wieder subjektiv, von der Haptik her nicht so schön. Ganz im Gegensatz zu dieser Variante mit dem veganen Leder. Das ist im Grunde wie ein Case, was aber zu 100% natürlich hinten aufgesetzt ist. Die Kamera ist fast ebenbündig eingebunden und das fühlt sich einfach super grandios an. Da hat man auch nicht das Gefühl, dass das irgendwie runterfallen könnte, einem aus der Hand rutschen könnte. Also hier extreme Unterschiede, weshalb ich, obwohl ich kein großer Fan von Hüllen bin, hier wirklich gesagt habe, ohne Hülle geht es nicht und habe mir in dem Fall von Spigen diese Hülle geholt, die einfach das Mate 30 Pro in der deutschen Variante bei mir jetzt schützt. Ja, schützt, also einmal die Haptik deutlich verbessert, ohne dass das Display hier eingeschränkt wird, auch an den Seiten. Und schützt im Sinne von, wenn es doch mal irgendwo runterrutscht, vielleicht nicht sofort kaputt zu gehen. Was haben wir noch? Großes Thema, gerade wenn ich an die Mate-Serie denke, gerade wenn ich ans Mate 20 denke, was ich ja wirklich auch geliebt habe, war die Notch. Notch ist irgendwie so ein bisschen ja, aus dem Fokus verschwunden, aber beim Mate 20 Pro war das für mich ein Thema, denn die Notch, die war sehr breit. Ich konnte nicht alle Benachrichtigungen anzeigen lassen. Es war zwar super mit der 3D-Gesichtserkennung, ist hier übrigens auch phänomenal. Man hebt es hoch und das Ding ist entsperrt. Aber die Notch war zu breit. Das hat man hier enorm verbessert. Und ihr seht, selbst bei mir, wo wirklich viele Symbole immer angezeigt werden, habe ich alles im Blick und das ist deutlich besser geworden. Also ich finde es gut, wenn Hersteller einfach auch auf diese Kritik eingehen und sukzessive auch an vermeintlichen Kleinigkeiten arbeiten und das Ganze verbessern. Ja, kommen wir nochmal zurück zum Display. Über das Display kann man viel erzählen. Das Display ist nicht nur gebogen, was für einige ein Kritikpunkt ist, sondern es hat auch keine 2K Plus Auflösung mehr, sondern nur eine Auflösung mit Full HD Plus mit 2400x1176 Pixel. Und viele sagen, das ist natürlich ein Rückschritt. Jetzt muss ich an der Stelle wieder so einen Punkt rauskramen, den ich schon vor ein paar Jahren beim Thema hochauflösende Displays immer angebracht habe. Ich sehe bis heute, und ich habe wirklich ganz viele Smartphones auch verschiedener Hersteller ausprobiert, auch in der Praxis, keinen Unterschied, ob ich jetzt hier auf so einem Smartphone wirklich HDR, also hochauflösende Inhalte oder eben FHD Plus Inhalte anschaue. Zumal ich bei der Auflösung immer die Option Smart nutze. Dabei stellt sich das Display automatisch auf den Inhalt ein, also variiert zwischen Full HD, Full HD Plus, WQHD. Und auch wenn ich so rumfrage bei Freunden, Kollegen, auch von anderen Herstellern oder die andere Hersteller nutzen, die meisten nutzen wirklich diese Smart-Auflösung, weil kein Unterschied sichtbar ist. Wer jetzt sagt, doch, ich sehe das ganz gewaltig, okay, super Augenrespekt, dann ist das kein Gerät für dich. Für alle mit normalen Augen wie mich,
Das Thema FHD Plus ist keine Einschränkung in der Praxis und das Display stellt die Farben toll dar. Ich kann überhaupt nicht meckern, auch der seitliche Winkel. Es gibt nichts, worüber es da ansonsten zu meckern gibt. Hersteller ist übrigens wieder BOE, also für alle, die jetzt wieder das Thema ClueGate, was übrigens überhaupt nichts mit dem Kleber zu tun hatte beim Mate 20 Pro, auspacken. Kein LG-Display, sondern wieder BOE. Null Probleme bis jetzt in 2,5 Monaten Nutzung. Was haben wir noch? Wir haben noch was Besonderes beim Display. Wenn ihr nämlich hier oben hinschaut, dann werdet ihr sehen, da fehlt die Ohrmuschel, also der zweite Lautsprecher, Kopfhörer, mit dem man halt beim Telefonieren hört, was der andere einem erzählt. Und der ist auch nicht hier oben verbaut, sondern der ist tatsächlich, der Ton wird übers Display wiedergegeben. Das Ganze nennt man akustische Display-Technologie. Ob das durch Vibration, Ultraschall, was auch immer ist, ich verstehe es technisch nicht. Aber ich habe es erst in der Alltagsnutzung überhaupt nicht realisiert und auch zigmal telefoniert, hatte überhaupt keine Probleme. Und irgendwann, als ich dann wirklich so anfing für den Testbericht die Punkte aufzuschreiben, ist mir aufgefallen, ach stimmt, fehlt ja. Und ich denke mal, das ist immer so der beste Anhaltspunkt, wenn man es vorher gar nicht gemerkt hat und trotzdem alles funktioniert, dass es im Alltag einfach auch keine Einschränkung ist, sondern schlichtweg funktioniert. Ich muss aber natürlich auch sagen, dass der Ton, wenn man jetzt zum Beispiel spielt oder darüber Musik hört, hört eigentlich irgendjemand noch direkt über Smartphone Musik, ohne dass da irgendein Bluetooth-Lautsprecher oder Kopfhörer angeschlossen sind? Ernsthaft? Müssen wir hier noch über Lautsprecherqualität bei direkter Ausgabe so reden? Okay, wenn ja, das ist natürlich qualitativ nichts Besonderes. Das ist zum Telefonieren, das ist mal, um eine Sprachmitteilung wiederzugeben. Und für alles andere nutze ich Kopfhörer, Boxen, Bluetooth-Verbindungen etc. Aber wer da audiophile Wiedergabe über ein Smartphone will, der mag mir gerne unten in die Kommentare schreiben, welches Smartphone im Jahr 2019-20 dafür geeignet ist. Ich kenne keins. Gaming hatten wir gerade schon angesprochen. Gaming war muss ich auch ein paar Jahre zurückgehen, immer so ein Thema bei Huawei, weil die verbaute GPU, also die Grafikprozessoreinheit, doch den schon länger guten Kirin immer so ein bisschen ausgebremst hat. Das gehört aber schon länger der Vergangenheit an. Also wenn ihr das noch irgendwo im Hinterkopf habt, könnt ihr vergessen. Hier ist verbaut eine Mali G76 MP16, also MP16 mit 16 Kernen und die ist schnell. Ich habe mal nachgeguckt, angeblich die aktuell schnellste auf dem Markt. Schneller oder rund 6% schneller als die Adreno 640, die im Snapdragon 855 verbaut ist. Ich meine, ist klar, die Hersteller liefern sich da immer ein Rennen. Jetzt über Weihnachten wurde der neue Snapdragon vorgestellt. Der ist wahrscheinlich dann wieder mit der GPU 3, 4, 5, 6% schneller. Dann kommt Huawei dieses Jahr mit dem neuen Kirin, die ist wieder 6, 7, 8% schneller. Egal, was ich damit gespielt habe, ich habe keine Probleme, da ruckelt nichts mehr, da sind keine Übergänge, das läuft einfach. Also dieses Thema Gaming auf dem Huawei funktioniert nicht so gut, weil die GPU bremst raus. Vergessen gehört der Vergangenheit an. Machen wir weiter mit ein bisschen Software. Besonderheit ist ja, dass hier Android 10 draufläuft, aber eben in der Android Open Source Version. Das heißt, komplett ohne Google Mobile Services. Drüber gelegt hat Huawei sein eigenes EMUI 10, was längst keine reine Oberfläche mehr ist, wie auch bei anderen Herstellern mit ihren UIs. Das sind mittlerweile im Grunde kleine Subsysteme, die ganz viele Möglichkeiten bieten, die eben Android in seiner originären Form so nicht bietet. Hier, ich gehe ja immer auf so ein, für mich Highlight ein bei EMUI. Das ist hier in dem Fall der EMUI 10 Desktop, also Multiscreen Collaboration nennt Huawei das. Damit kann ich das Gerät mit einem Huawei MateBook verbinden. Und der Bildschirm wird dann 1:1 auf dem Bildschirm vom MateBook
gespiegelt. Das heißt, ich kann über das MateBook komplett mein Smartphone steuern. Wofür brauche ich das? Ja, bei mir zum Beispiel, wenn ich für so einen Testbericht etc. hier mir Notizen gemacht habe und will die einfach dann rüberziehen aufs MateBook. Musste ich bis jetzt über die Cloud arbeiten oder mir das rübersenden. Jetzt klicke ich ganz einfach auf den Desktop, auf mein Mate 30 Pro, ziehe die Datei rüber oder kopiere den Text rüber und habe den direkt eingefügt. Das Gleiche geht natürlich auch mit Bildern, mit Videos und zwar in beide Richtungen. Also egal, ob jetzt von Mate 30 Pro auf MateBook oder von MateBook auf Mate 30 Pro. Ist für jemanden, der wirklich viel, vielleicht auch gerade im Business-Bereich, mit zwei Geräten, also Smartphone und Laptop, arbeitet, eine tolle Lösung, funktioniert aber derzeit wirklich nur mit Huawei Laptops. Gut, kommen wir zum nächsten Punkt, Firmware. Und da ist mir aufgefallen, weil ich ja wirklich sowohl ein chinesisches Gerät nutze mit dem Lion AN00, da ist auch die chinesische Firmware drauf und eben das deutsche Gerät, also das Lion L29. Es gibt Unterschiede und bei einigen Punkten frage ich mich, warum, wieso, weshalb. Da ist zum Beispiel die Notizen-App, die ist in der gleichen Version auf beiden Geräten vorhanden, also die Memo-App. Nur bei der einen, nämlich bei dem chinesischen Gerät, kann ich einstellen, dass ich, versuche es mal hier zu zeigen, hier von der Seite, mal gucken, ob ich es jetzt hinkriege. Da, genau. Kann ich über diesen Rand, kann ich mir hier so schnell eine Memo-Funktion aufrufen und kann das hier eingeben. Diese Funktion gibt es bei dem deutschen oder bei der internationalen Firmware nicht. Warum? Warum Huawei? Ich verstehe es nicht. Warum behandelt ihr diese Firmware unterschiedlich? Ich habe das jahrelang damit begründet. Bei den Chinesen muss natürlich nicht dieses ganze Google-Zeug implementiert werden, was da vielleicht zu Problemen sorgt oder zu Anpassungen oder vielleicht ist es auch zu zeitaufwendig, ressourcenaufwendig. Aber das haben wir jetzt nicht mehr. Und da frage ich mich dann schon, warum? Ist genauso, auf dem Gerät habe ich, seit ich es Anfang Dezember in Betrieb genommen habe, ich glaube 4 Updates bekommen. Auf dem hier 1. Ja, ihr wisst, ich bin nicht der Update-Geile. Aber ich denke mir immer, grundsätzlich läuft hier die gleiche Software drauf und Google kann nicht mehr als Ausrede dienen. Warum? Ich weiß es nicht. Was haben wir noch? Worüber müssen wir noch reden? Über die Kamera müssen wir natürlich noch reden, klar. Hervorragend. Einfach sukzessive Weiterentwicklung von dem Vorgänger, dem Mate 20 Pro. Ich würde nicht sagen, eine Weiterentwicklung gegenüber dem P30 Pro. Denn da ist natürlich gerade mit diesem unfassbaren Zoom der Schwerpunkt auf die Fotografie gelegt. Beim Mate war nie so der volle Schwerpunkt auf Fotografie. Dennoch hat man natürlich immer versucht, die Technik mitzunehmen. Der Zoom-Faktor ist hier nicht so hoch. Ich habe also keinen 50-fachen Zoom auf dem Mate 30 Pro, sondern nur 30-fachen. Aber ich habe nochmal eine weitere Optimierung der Kamera, der Linsen und vor allem auch im Bereich Video sind wir endlich so weit, dass ich sagen kann, damit kann ich super Videoaufnahmen machen. Damit habe ich keine Wackler, Ruckler bei Übergängen, bei Schwenks mehr. Sondern das funktioniert tadellos. Selbst wenn ich mit dem Gerät rumlaufe und dabei hüpfe, habe ich relativ sanfte Übergänge, die wahrscheinlich vor 5 Jahren nur mit einem Gimbal möglich gewesen wären. Ich will nicht sagen, dass ein Gimbal oder dass das Ding ein Gimbal ersetzt. Nein, logischerweise nicht. Aber für die normalen Aufnahmen, die ich mit einem Smartphone mache, auch Videoaufnahmen, ist es inzwischen absolut hervorragend. Ich kann hier wirklich nur den Test von DxOMark empfehlen. Das sind die Fachleute, die haben das getestet. Wobei ich da auch sagen muss, die haben zuerst mal das Mate 30 Pro in der normalen Version getestet. Hatten angeblich schon Firmware, die noch gar nicht auf dem Markt war. Und es ist an Top 1 natürlich vorgerückt. Dann kamen ein, zwei andere Smartphones, die ein bisschen besser waren. Und dann hat man einen Test nachgeschoben mit dem Mate 30 Pro 5G.
Da ist die gleiche Kamera drin, aber die hatten die Software natürlich weiterentwickelt und dann ist das Mate 30 Pro 5G an die erste Stelle gerückt. Da muss ich dann natürlich auch sagen, ja, mit einer neuen Firmware, gerade unmittelbar im ersten, ja, Vierteljahr, halben Jahr nach Release, wird natürlich noch was optimiert. Und da muss man so fair sein, ich denke, das ist bei allen anderen Herstellern auch. Aber insgesamt bei den ganzen Vergleichen und wer ist Erster? Das ist natürlich toll fürs Marketing, aber insgesamt sind wir hier auf einem ganz hohen Niveau. Das ist so, als ob ich den Porsche 911, Spider, sonst irgendwas mit dem Lamborghini, sonst irgendwas vergleiche. Ich nehme mal gerne Autoverkehr. Das sind beides tolle Luxusschlitten, die ganz viel Spaß machen und mit denen ich auf einer Rennstrecke und an der Côte d'Azur oder wo auch immer meinen Spaß habe. Also das Niveau ist irre hoch und es macht wahnsinnig viel Spaß, damit zu fotografieren. Jetzt die Knallerfrage: Lohnt sich ein Upgrade vom Mate 20 Pro oder P30 Pro? Wer wirklich das Ding im semiprofessionellen Einsatz hat, wo auch immer im Bereich Fotografie oder Video, ja, wer wirklich auf jede Nuance achtet, ja, wer wirklich auch bei Spiegelreflex- oder Systemkameras dann wirklich immer das neueste Gerät kauft, weil es eine Nuance besser ist, ja, für alle anderen, nein. Erst recht nicht mit dem Faktor, dass hier die Google-Mobildienste fehlen, die ja beim P30 Pro und Mate 20 Pro noch vorhanden sind. Da sage ich ganz ehrlich, bleibt bei den Geräten, die sind super, wenn ihr nicht wirklich das Neueste vom Neuesten wollt und euch jede kleine Nuance wichtig ist. Was haben wir noch, was zum Testbericht gehört? Die Konnektivität. Ich teste ja immer das GPS, sowohl in der Fußgängernavigation, also auch in Städten, als auch auf der Autobahn bei schnellen Bewegungen. Muss man, glaube ich, zukünftig nicht mehr, weil das funktioniert einwandfrei. Und zwar sowohl mit dem Chinesen als auch mit dem Deutschen. Es gab immer wieder Fragen, die mich erreicht haben. Habe ich da Einschränkungen, wenn ich mir das Gerät über einen Shop importiere, also aus China, weil ich die 5G-Variante möchte? Nein, ihr habt damit überhaupt keine Einschränkungen. Weder hier im Mobilfunk, noch bei Daten, noch bei GPS oder sonst irgendwas. Tatsächlich, ich nutze beide Geräte im Alltag, wobei das Chinesische, weil es einfach so hübsch ist, mein Hauptgerät ist. Und hätte ich da Einschränkungen, dann hätte ich das definitiv gemerkt. Was natürlich hervorragend ist, ist 5G. Möchte ich auch, liebe Provider, bitte, bitte, bitte ganz schnell aufbauen. Liebe Regierung, findet bitte eine Lösung für diese ganzen Diskussionen. Wir durften, als ich Anfang Dezember in China war, dieses Gerät in Shanghai auf einer der meistbesuchten Einkaufsstraßen der Welt mit zehntausenden Menschen testen. Und ich habe da 2,5 GB in rund 2,5 Minuten mobil mit ganz vielen Menschen um mich herum runtergeladen. Wer schon mal irgendwo in einem Fußballstadion war, was nicht ganz toll mit WLAN ausgebaut ist, oder auf einem Konzert, da wird zwar dann häufig 4G oben angezeigt oder LTE, aber ihr kriegt nicht mal eine SMS raus. Und genau das ist ein Riesenvorteil von 5G. Auch mit ganz vielen Leuten in einer Zelle funktioniert das noch hervorragend. Und ja, also wer wirklich über die Anschaffung nachdenkt von diesem Gerät, überlegt euch, ob ihr nicht die 5G-Variante euch über einen entsprechenden Shop importieren lasst, weil damit seid ihr dann für die nächsten Jahre echt gut aufgestellt. Letzter Punkt zum Thema Konnektivität: Bluetooth. Bluetooth, auch ein Riesenthema in den letzten Jahren immer bei Huawei. Böse Stimmen haben behauptet, Huawei kann kein Bluetooth, denn es gab immer wieder Verbindungsabbrüche, gerade wenn man Bluetooth-Kopfhörer genutzt hat. Inzwischen nutzt man Bluetooth 5.1 und hat eine entsprechend eigene Technologie eingesetzt. Und was soll ich sagen? Die Probleme gehören der Vergangenheit an. Egal, welche Bluetooth-Kopfhörer ich verbinde, ich kann das Ding mittlerweile in die Tasche stecken, ich kann damit rumkramen oder sonst irgendwas, keine Verbindungsabbrüche mehr. Ich habe den Rainer extra darauf angesprochen, beziehungsweise der hat auch in seinem Testbericht von den Huawei FreeBuds darüber berichtet. Das ist überhaupt kein Thema mehr und ja, hier hat man es scheinbar endlich auch geschafft. Kommen wir noch zum
Akku, das ist ja immer so ein Prunkstück beim Mate 30 Pro und das ist hier auch definitiv der Fall. Ich habe es, wie schon gesagt, in der normalen Alltagsnutzung und ihr könnt euch vorstellen, bei mir wird das Gerät genutzt. Ständig fotografieren, ich zocke auf jeden Tag, auf jeden Fall jeden Tag ungefähr eine halbe Stunde, das gute alte Asphalt 8. Natürlich ganz viel in Social Media unterwegs, um eure ganzen Fragen in unserer Huawei Facebook-Gruppe zu beantworten. Ganz viel im Hinblick auf die Anleitung, wie ich die Mate 30 Pro-Dienste installiere. Und letztendlich kam ich bei einer Akkunutzung von 32 Stunden mit immer noch 25% Restakku auf eine Display-On-Time von 5 Stunden 14 Minuten. Huh. Das ist meine Ansage. Also Akkuprobleme, wie mit allen Mates zuvor, gibt es nicht. Und natürlich ist auch wieder Wireless Charging an Bord, also max 40 Watt Supercharge sowieso, haben wir schon viel darüber berichtet. In 80 Minuten habt ihr wieder einen vollen Akku, in einer halben Stunde ungefähr 75% wieder von 0 auf 75% den Akku geladen. Und bei Wireless Charging hat man nochmal nachgelegt. Aus 15 Watt hat man jetzt 27 Watt Wireless Charging gemacht. Das ist also wirklich auch super schnell. Ich habe mir den Huawei 27 Watt Supercharge Car Charger gekauft, also sprich Autoladegerät. Das ist so ein schickes Gerät, wo man dann dran geht und es geht auf und automatisch wieder zu. Einfach 20 Minuten Fahrt und ihr habt wieder richtig viel Akku. Also das einfach gute, praktische Lösungen für den Alltag. Jo, kommen wir langsam zum Ende. Reden wir über den Preis. Der Preis ist natürlich knackig mit 1.100 bzw. 1.200 für die 5G-Variante, die erstmals UVP aufgerufen werden. Dazu vielleicht zwei, drei Gedanken. Das hier ist Luxus. Diejenigen, die sagen, boah, früher hatte Huawei ein viel besseres Preis-Leistungs-Verhältnis, ja, da waren die Smartphones aber auch in einer anderen Leistungskategorie. Es ist einfach so, wir reden hier mittlerweile von einer Leistungskategorie ähnlich wie bei Autos. Ich vergleiche das immer mit dem, ja, was weiß ich, nehmen wir den BMW M5. Natürlich ist der teuer, das ist Luxus, aber braucht den jeder? Nein, da reicht vielleicht auch der 3er. Und ähnlich ist es bei Smartphones. Brauche ich unbedingt das Mate 30 Pro? Bei vielen sage ich nein. Da reicht dann eben auch das Mittelklasse-Modell, das P30 Lite oder ja, das Vorjahresmodell, was einfach inzwischen im Preis gesunken ist. Aber hier steckt natürlich auch ganz viel Entwicklung drin und die kostet. Und man muss auch sagen, normalerweise haben wir bei diesen jährlichen Vorstellungen der Premium-Modelle oder im Grunde sind es ja halbjährliche Vorstellungen, wenn wir bei Huawei P und Mate-Serie nehmen, einen entsprechenden Preisverfall. Und das müssen die Hersteller auch irgendwie einkalkulieren. Das heißt, ich setze den Preis erstmal ja, angemessen hoch an, um dann immer noch über die Zeit letztendlich wirtschaftlich arbeiten zu können. Und deshalb grundsätzlich kann ich so einen Preis nachvollziehen. Jetzt haben wir hier aber die Besonderheit, dass es keinen Wettbewerb gibt. Denn das Ding gibt es exklusiv bei Mediamarkt und seit Bestehen des neuen Online-Shops von Huawei auch da. Ja, kein Wettbewerb, kein Preiskampf und das Ding steht eben bei diesem Preis. Das ist natürlich wenig attraktiv für Käufer, muss ich ganz klar sagen. Und auch deshalb wird das Gerät natürlich nur die absoluten Geeks, die absoluten Fans ansprechen. Hätten wir den normalen Wettbewerb wie bei jedem anderen Gerät, bin ich sicher, dass das Mate 30 Pro jeden Test als Testsieger belassen hätte und wir über das Smartphone 2019 reden würden. So wird wenig drüber geredet, beziehungsweise wenn drüber geredet wird, meistens eher ja, abwertend, unbrauchbar, Schrott. Das ist es nicht. Und damit sind wir dann auch beim Fazit. Ist es ein Gerät für jedermann wie ein anderes Android-Smartphone? Nein. Ist ein Gerät, was ich unbedingt, wenn ich ein Mate 20 Pro, P20 Pro oder P30 Pro habe, brauche? Nein. Ist es eins der besten Smartphones, was derzeit auf dem Markt ist? Ja. Also, man sollte bei so einer Bewertung schon etwas differenzieren.
Und ich glaube, das sollten wir hier einfach auch tun. Wenn ihr Fragen habt, sachliche Fragen, konkrete Fragen, wie sich das Gerät ansonsten im Alltag macht, was funktioniert drauf, was funktioniert nicht drauf, dann haut das gerne unter das Video. Wir haben schon ganz viele Fragen bei unserer Anleitung zur Installation der Google-Dienste beantwortet. Grundsätzlich alle Apps laufen drauf, auch wenn keine Google-Dienste vorinstalliert sind, auch wenn man die nicht selber nachinstallieren will. Man kann trotzdem Facebook, WhatsApp etc. installieren, das ist überhaupt kein Problem. Es gibt auch alternative, wohlgemerkt legale, nicht illegale App-Stores, worüber man die Apps bekommt. Viele Hersteller bieten die auch auf ihren Webseiten an. Es ist überhaupt kein Problem. Auch Banking-Apps laufen da drauf. Einschränkungen habe ich natürlich bei den Google-Apps. Welche Alternativen es da gibt und wie es wirklich ist, mal eine Weile ohne Google auszukommen, da schreibe ich aktuell auf dem Blog einen Artikel. 2 Wochen habe ich es probiert mit dem Gerät, komplett im Ursprungszustand, also ohne nachinstallierte Google-Dienste. Und ja, wer Interesse hat, schaut da einfach in nächster Zeit mal rein. Da kommt der Artikel dazu. Ansonsten denke ich, war das ein sehr ausführlicher Testbericht in YouTube-Form. Wer also nicht nachlesen wollte, der hat jetzt all die Infos hier bekommen. Gibt es noch Fragen eurer Seite, dann auch hier ab in die Kommentare. Und ich schaue rein, versuche die zu beantworten. Und ja, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich sage bis bald, euer Marco.